Ja, herzlich willkommen heute hier bei Börse at Home am heutigen Montag. Es geht heute um Faktor Investing und unser heutiger Referent ist Dr. Gerd Kommer. Ja, er erklärt uns, was Faktor Investing überhaupt ist und wie man es mit ETFs einfach macht und ja auch mit moderatem Zeitaufwand sein eigenes Depot mit Faktor Investments aufsetzen kann. Herr Kommer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Für alle, die Sie nicht kennen, ein paar Worte zu Ihnen. Ja, Sie sind Vermögensverwalter, haben ein eigenes Vermögensverwaltungsunternehmen für Privatkunden in München. Davor waren Sie 24 Jahre im Firmenkundengeschäft bei Banken und im Asset Management tätig und haben 2016 Ihr Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs veröffentlicht. Wir haben es gerade gehört. Im Januar erwarten wir eine Neuauflage, freuen wir uns schon sehr drauf. Schön, dass Sie wieder da sind als unser ETF-Experte. Sie haben auch kürzlich Ihren eigenen Multifaktor Equity ETF aufgelegt. Da werden Sie sicher auch noch ein paar Worte zu sagen. Jetzt übergebe ich das Wort an Sie. Die Teilnehmer können natürlich wie immer Fragen stellen. Auf die gehen wir dieses Mal im Anschluss ein, weil es heute tatsächlich eine Präsentation von Herrn Kommer geben wird. Also nochmal ganz, ganz herzlich willkommen an Sie, Herr Kommer. Schön, dass Sie wieder da sind und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen, vielen Dank, Frau Lindner. Nette, wohlwollende Einführung. Fühle mich sehr geschmeichelt. Und dann wollen wir auch keine weitere Zeit verlieren, sondern gleich ins Thema einsteigen. Die Überschrift heute lautet Factor Investing, passiv investieren 2.0. Und da liegt es natürlich nahe, zunächst mal zu fragen, was ist Factor Investing überhaupt? Factor Investing bezieht sich auf die Asset-Klasse, die Anlageklasse Aktien, also nicht auf Anleihen oder Rohstoffe oder Immobilien, auch nicht auf Einzelaktien, also das ist schon mal ein wichtiger Gesichtspunkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Factor Investing ist passives, wissenschaftlich basiertes, prognosefreies, regelbasiertes Investieren. Das ist jetzt ein entsetzlich komplizierter, langer Satzschlauch, aber würde gerne trotzdem an Sie appellieren, die vier Attribute, die hier genannt werden für die Zwecke des heutigen Vortrags und auch der Q&A am Anschluss, so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, passiv, wissenschaftlich basiert, prognosefrei, regelbasiert. Es finden beim Factor Investing keine aktiven Entscheidungen statt, also es gibt kein Stockpicking, es gibt kein Market Timing. Bestimmte Segmente, Teilsegmente des Aktienmarktes werden übergewichtet, statistisch definierte Teilsegmente, das sind diese Faktorprämien, über die wir heute dann genauer sprechen werden. Und das Ganze wird umgesetzt mit ETFs, Indexfonds. Im deutschen Retailmarkt sind Indexfonds sozusagen immer ETFs. Es gibt aber auch nicht börsennotierte Indexfonds, also Indexfonds im traditionellen Fondsformat. Die werden in den USA zum Beispiel noch sehr breit und häufig genutzt. Die haben dort immer noch 40% Marktanteil und ETFs bei Indexfonds, die anderen 60%. Das Ziel von Factor Investing ist eine moderate Mehrrendite gegenüber marktneutralem passiven Investieren zu erzielen. Also marktneutral, das habe ich hier in Anführungszeichen gesetzt. Das ist einfach das normale passive Investieren. In der Wissenschaft, kleine Fußnote, in der Wissenschaft hat der Begriff Market Neutral eine andere Bedeutung als die dieser Begriff hier von mir benutzt hat. Also bitte da keiner Verwechslung unterliegen. Marktneutrales passives Investieren, also einfaches passives Investieren, produziert bekanntlich langfristig, Betonung auf langfristig, bessere Renditen oder bessere Rendite-Risikokombination als aktives Investieren. Das ist ein Forschungsergebnis, das Wissenschaftler in den letzten 60 Jahren, so lange geht diese Forschung schon, in den letzten 60 Jahren immer und immer wieder neu bestätigt haben. Und für mich ist dieses Forschungsergebnis im Grunde genommen jetzt ein Faktum, also eine Tatsache. Nicht jeder wird das als Tatsache, nicht jeder Privatanleger wird das als Tatsache, sozusagen als unbestrittenes Faktum akzeptieren. Ich tue es. Ich würde Sie bitten, auch jetzt für den Vortrag quasi diese
diese These, wenn man so will, oder dieses Faktum im Hinterkopf zu behalten. Sie alle kennen die vielen, vielen Untersuchungen zu Investmentfonds, die es gibt und bei denen immer, also zur Performance von Investmentfonds, normalen Investmentfonds. Und da kommt ja immer wieder raus, ich glaube, das haben Sie alle, die heute zuschauen, schon mal gehört, kommt immer wieder raus, dass für längere Zeiträume ab 2, 5 oder 10 Jahren 70, 80, 90% dieser Investmentfonds unter einer passiven Indexfonds-Benchmark liegen. Und von dieser Art von Forschung, die auch für Do-it-yourself-Anleger angestellt wurde, für Hedgefonds und institutionelle Fonds angestellt wurde, also diese Art von Forschung, meine ich. Alles im Leben hat Vor- und Nachteile, nicht nur Vorteile, sondern auch mal Nachteile. Und das gilt natürlich auch für Factor Investing. Wenn man Factor Investing oder passiv investieren im Allgemeinen praktiziert, dann muss man also eines aufgeben, nämlich den Traum davon, den Traum, dass das oder ein Jackpot-Investment zu finden, den muss man aufgeben. Kleines Beispiel, Ende 1980 hatte Apple sein IPO, seinen initialen Börsengang, vor gut 40 Jahren. Und wer damals zum Beispiel 10.000 Dollar in Apple oder 10.000 D-Mark, Euro, egal, investiert hätte, der und drin geblieben wäre in den letzten 40 Jahren, der hätte heute das 200-fache, also so 2 Millionen ungefähr an Endvermögen erreicht. Und das ist für mich ein Beispiel für ein Jackpot-Investment. Den Traum von sowas sozusagen maßgeblich im Portfolio zu haben, also einen Euro zu investieren, das reicht halt nicht, sondern maßgeblich, den muss man aufgeben, wenn man passiv investiert, weil man da einfach breit diversifiziert, global gestreut investiert. Ein zweiter Nachteil, den Factor Investing und passiv investieren hat, ist, es hat keinen Entertainment-Wert. Ne? Also für viele Privatanleger hat ja Stockpicking als Beispiel auch einen gewissen Unterhaltungswert. Da kann man auch vielleicht bei der Cocktailparty mal angeben in Anführungszeichen oder in der Firmencafeteria, wenn man sagt, okay, ich habe schon vor 7 Jahren oder 5 Jahren in Tesla investiert und habe jetzt mein Investment verfünffacht oder was auch immer. Solche, sagen wir mal, Stories kann man natürlich bei Factor Investing nicht erzählen. Ich komme jetzt kurz zu den 7 bekanntesten Faktorprämien. Ich gehe da jetzt erstmal so ein bisschen im Schweinsgalopp hindurch, zähle die alle auf. Bitte ein klein bisschen Geduld, ich komme dann zu den einzelnen Faktorprämien gleich noch im Detail. Die Small Size Prämie, also der Small Cap Effekt, könnte man sagen, dann die Value Prämie Nummer 2, die Momentum Prämie, die Quality Prämie, Low Volatility Prämie, die Illiquiditätsprämie und die Low Investment Prämie. Die ersten 6 von diesen 7 sind, glaube ich, im Privatanlegermarkt relativ gut bekannt. All diese Faktorprämien sind schon überwiegend jedenfalls seit vielen Jahrzehnten erforscht worden. Ich glaube, nur die Low Investment Prämie, die hier ganz unten steht, die ist recht unbekannt, obwohl die auch schon vor knapp 20 Jahren zum ersten Mal quasi erforscht wurde wissenschaftlich. Ich komme dann auf die speziell auch noch später zu sprechen, Hintergrund und natürlich auch zu den Zahlen. Factor Investing bedeutet, eine oder mehrere dieser Faktorprämien, eines oder mehrere dieser Aktiensegmente, wenn man so will, in einem breit diversifizierten Aktienportfolio zu übergewichten. Wenn jemand nur eine dieser Faktorprämien im Portfolio hat, in seinem Aktienportfolio, dann würde man von Single Factor oder ja, von Single Factor Investing sprechen, Single, eine Faktorprämie, wenn man mehr als eine hat, also zum Beispiel 2 im Portfolio, 3 oder noch mehr, dann würde man von Multifactor Investing sprechen. Diese Begrifflichkeit taucht nachher nochmal auf. Wenn man Dinge beschreiben will, dann ist es ja häufig ein gutes didaktisches Mittel, irgendetwas mit etwas anderem Naheliegendem zu vergleichen. Also das Kontrastieren, das Vergleichen ist didaktisch meistens sinnvoll und das tue ich hier, indem ich konventionelles passives Investieren mit Factor Investing, einer Variante von passivem Investieren, vergleiche. Und hier tue ich das anhand von 6 Merkmalen. Und 5 von diesen Merkmalen, die teilen sich konventionelles passives Investieren und Factor Investing. Die sind also beiden gemeinsam. Einmal
Merkmal 1, dass ich vom Prinzip her, Betonung auch vom Prinzip, erstmal in die ganze sogenannte Welt-AG investiere, also in den gesamten Weltaktienmarkt. Ich picke nicht einzelne Branchen heraus, die ich übergewichte oder die ich exklusiv nur habe und andere nicht im Portfolio, sondern in alle Branchen. Ich picke eigentlich auch nicht einzelne Länder heraus, sondern investiere in alle Länder, gewichtet nach ihrer sozusagen Marktkapitalisierung, Börsenkapitalisierung. Ich investiere also in die Welt-AG vom Prinzip her. Zweites Merkmal ist Buy and Hold, brauche ich nicht groß zu erklären. Drittes ist regelbasiertes Rebalancing. Wenn man in den Weltaktienmarkt investiert, dann muss man ja in seinem Portfolio, wenn man ein passiver, sagen wir mal, wissenschaftlich investierter oder orientierter Anleger ist, eine gewisse Struktur für die Komponenten, für die einzelnen ETFs als Beispiel in seinem Portfolio haben. Und diese Struktur, die kommt ja nicht durch Zufall zustande, sondern die ist das Ergebnis letztlich eines Denkprozesses, der Risiko und Rendite dieser Teilkomponenten zur Grundlage hat. Und regelbasiertes Rebalancing bedeutet, dass ich diese Struktur, die ich aus guten Gründen, diese prozentuale Gewichtung, die ich aus guten Gründen gewählt habe anfänglich, dass ich die im Zeitablauf beibehalte. Man stelle sich so zum Beispiel eine Hecke, eine schöne Hecke in einem Landschaftsgarten vor und einmal im Jahr wird diese Hecke gestutzt, sodass sie die Größe und Proportionen beibehält, die der Landschaftsgärtner aus guter Überlegung gewünscht hat. Und das Stutzen führt eben dazu, dass diese Proportionen beibehalten werden. Und das ist regelbasiertes Rebalancing. Da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Die sind meistens überwiegend sogar alle gleich gut, haben Details im Unterschied, aber wichtig ist, dass man überhaupt eine von diesen Methoden anwendet. Dann gibt es kein Timing, kein Stockpicking, also hatte ich schon erwähnt, keine aktiven, spekulativen, taktischen Entscheidungen. Und das Ganze wird umgesetzt, Kriterium Nummer 5, mit ETFs praktisch oder mit Indexfonds. Und nur beim Merkmal Nummer 6, da unterscheidet sich Factor Investing von normalem passiven Investieren, nämlich durch die Übergewichtung von Faktorprämien. Und auch wie das geschieht und so weiter, das komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Einen Moment Geduld. Zunächst mal noch die Frage, wie ist Factor Investing entstanden? Factor Investing ist entstanden in der Wissenschaft. Vor rund 50 Jahren ging eine bestimmte Forschung los, die zum Ziel hatte, bestimmte statistische Teilsegmente des Aktienmarktes zu identifizieren, die vielleicht attraktivere Risikorendite-Kombinationen darstellen als der Gesamtmarkt oder andere Teilsegmente des Marktes. Das war sozusagen die Ausgangsüberlegung. Und das haben Wissenschaftler vor rund 50 Jahren gestartet, dieses Projekt, das bis heute fortgeführt wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 1981 hat der Schweizer Finanzmarktforscher Rolf Banz eine Studie veröffentlicht, die den Small-Cap-Effekt zum Gegenstand hatte. Der hatte einfach mal die Daten von 1926 bis etwa 1980, also gut 50 Jahre, Daten für den US-Markt hergenommen. 1926 deswegen, weil eine berühmte Datenbank zum US-Aktienmarkt 1926 beginnt. Also da kann man sagen, beginnen die High-Quality-Daten, die wirklich verlässlichen Daten. Es gibt auch noch Daten zum Aktienmarkt, US-Aktienmarkt, die weiter zurückgehen, aber die sind nicht so hoher Qualität und Verlässlichkeit. So, und für den längsten verfügbaren Zeitraum damals hat Banz dann einfach mal untersucht, haben Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung, also Small Caps, kleine Aktien, haben die höhere, attraktivere Renditen, vielleicht auch anderes Risiko als Aktien mit großer, hoher Marktkapitalisierung, also Standardwert oder Blue Chips oder wie immer man sagen möchte. Und simsalabim, das Ergebnis war, dass tatsächlich Small Caps über diese gut 50 Jahre damals im US-Markt 2 Prozentpunkte per annum höhere Renditen hatten über diese 50 Jahre. Und im Anschluss haben dann andere Forscher im Prinzip die gleiche Untersuchung nochmal durchgeführt für andere Länder, na, also für Deutschland, für Japan, für Frankreich, für Schwellenländer und so weiter, auch mit leicht anderen Methoden, das ist auch natürlich gut, dass nicht immer die gleiche Methode verwendet wird. Dann später, nach 1980, haben andere Forscher für spätere Zeiträume im US-Aktienmarkt und wie gesagt auch in anderen Regionen diese Forschung immer wieder
wiederholt. Und im Großen und Ganzen wurde das Ergebnis von Rolf Banz immer wieder bestätigt. Und damit können wir sagen, dass so eine gewisse vergleichsweise hohe Sicherheit besteht, dass wir hier auch tatsächlich mit, wenn man so will, echten Fakten und nicht nur Zufällen, die halt in einer Stichprobe von Daten und in einer Untersuchung aufpoppen, es zu tun haben. Und das Gleiche wurde für viele andere Faktorprämien vorgenommen, gleichen Typen von Untersuchungen und so ist also so ein Factor Investing entstanden. Was sind die Ursachen von Faktorprämien? Im Grunde genommen gibt es drei Ursachen. Einmal sind Faktorprämien eine Risikokombination, Kompensation, eine Belohnung oder Bezahlung, wenn man soll, für das Tragen von Risiko. Das kann man auch wieder schön am Small Cap Effekt, das ist immer mein Lieblingseffekt zum Erklären, zeigen. Small Cap Aktien haben einfach eine höhere Volatilität. Sie schwanken wesentlich stärker als Large Caps. Und diese höhere Rendite, Langfristrendite von Small Caps ist dementsprechend in erster Linie zunächst mal eine Kompensation für dieses zusätzliche Volatilitätsrisiko. Also man könnte sagen, in der Hinsicht gibt es hier bei Factor Investing keinen Free Lunch, sondern ich habe mehr Risikoschmerzen und deswegen kriege ich auch mehr Rendite dafür bezahlt. Es gibt aber auch noch andere Ursachen, die Factorprämien haben können, nämlich Anlegerirrationalitäten oder Arbitragehemmnisse. Kleines Beispiel zur Anlegerirrationalität. Value-Aktien sind bekanntlich Aktien, die sehr niedrig, unterdurchschnittlich niedrig bewertet sind, niedrige KGVs haben, statistisch betrachtet. Und dieses niedrige KGV, diese niedrige Bewertung kommt vielleicht daher, dass diese in Anführungszeichen hässliche Endline-Aktien, die häufig angesiedelt sind in Branchen, die nicht schnell wachsen, also außerhalb der Tech-Branche heutzutage, die als langweilig und altmodisch gelten und auch Unternehmen, die aus irgendeinem Grund vielleicht in Anführungszeichen unsexy erscheinen vielen Anlegern, das sind häufig Value-Aktien und im Zeitablauf erkennt der Aktienmarkt, erkennen die Anleger diesen, wenn man so will, Bewertungsirrtum, dass diese Unternehmen, die ja trotzdem Cashflow produzieren, Gewinne produzieren, dass diese Cashflows und Gewinne eigentlich zu sehr abgestraft wurden, zu niedrig bewertet sind und in dem Maße, wie dann dieser Irrtum, wenn man so will, diese irrationale Bewertung erkannt wird, daraus ergibt sich dann eine Zusatzrendite und das ist der Value-Effekt. Arbitragehemmnisse, das sind sozusagen institutionelle Hemmnisse, die manchmal die Beseitigung des durch den Markt eines Mispricings, einer Pricing-Anomalie verhindern. Das könnten Gesetze sein, das könnten Steuern sein, das könnten hohe Transaktionskosten sein, andere marktinfrastrukturelle Hindernisse. Bestimmte Aktien kann man nicht shorten, leer verkaufen, weil dafür die Liquidität zu gering ist und so weiter. Lauter solche Dinge und die treffen halt manchmal zu, manchmal nicht. Und das kann auch beitragen zur Existenz von Faktorprämien. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen mehr zur Praxis, wenn man so will. Wir schauen uns jetzt mal die Renditen und auch ein bisschen das Risiko an von fünf der vorhin genannten sieben Faktorprämien. Wir beginnen mit der Small Cap Faktorprämie und schauen uns hier spezifisch den Zeitraum von 2001 bis heute an, also so 22 Jahre. Warum dieser Zeitraum? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ein Kritikpunkt an Factor Investing, ein besonders wichtiger Kritikpunkt, der ist, der da lautet, Faktorprämien werden nach ihrer wissenschaftlichen Entdeckung, also beim Small Cap Effekt zum Beispiel, nachdem Rolf Banz 1980 zum ersten Mal quasi die Weltöffentlichkeit auf diesen Effekt aufmerksam machte, nach ihrer Entdeckung werden diese Faktorprämien kleiner oder werden wegarbitriert, wie es manchmal eigentlich fachlich inkorrekt heißt. Und um diesem Vorwurf, dieser Kritik zu begegnen, zeige ich heute hier im Wesentlichen nur Daten, die nach der Entdeckung der entsprechenden Faktorprämie einsetzen. Also damit ist dieses Argument sowieso schon dann, soweit es überhaupt stimmt, quasi gekontert. Wir schauen uns hier nur Daten an, die sozusagen in der Phase angesiedelt sind, in der, wenn überhaupt, diese
Faktorprämien sowieso schon etwas niedriger sind als vor der Entdeckung der Faktorprämie. Und dann zeige ich auch immer noch die letzten 10 Jahre, das ist auf jeden Fall der kürzliche Zeitraum. Und das zeigt hier, also über den Gesamtzeitraum haben wir hier für den Small Cap Effekt über 2% Punkte per annum höhere Renditen, aber in den letzten 10 Jahren nicht. Und das ist so ein Phänomen, dass jemand, der Factor Investing praktizieren will, das muss er akzeptieren. Auch Factor Investing ist keine Garantie zur Outperformance. In den letzten 10 Jahren hatte der globale Aktienmarkt eine sehr gute Rendite, ja, für den MSCI World hier 11,2%, für den MSCI World Small Cap 9,9%. Das sind immer noch beides überdurchschnittlich hohe Renditen, aber das Small Cap Segment des Weltaktienmarktes hatte leicht schlechtere Renditen. Und sowas kommt vor. Durch Multifaktor investieren kann man das teilweise adressieren, dieses Risiko, dass eine einzelne Faktorprämie in einem gegebenen Zeitraum, auch in einem 10-Jahres-Zeitraum, unterperformt. Noch ganz kurz zum Risiko, das hier nur in Form des maximalen Drawdowns gezeigt wird, nicht in Form der Volatilität aus Zeitgründen. Und Sie sehen hier, dass Small Cap Investing leicht höhere oder vielleicht auch mehr als nur leicht höhere Risiken bedeutet als Large Cap und Mid Cap Investing. Wir kommen zur nächsten Faktorprämie, nämlich der berühmten Value Faktorprämie. Hier zeige ich den Zeitraum 30 Jahre. Beginnend 1993, weil in 1993 ein ganz berühmter, bahnbrechender Aufsatz veröffentlicht wurde zu Value-Prämie. Eigentlich wurde die Prämie schon vor 1990 zum ersten Mal in der Wissenschaft identifiziert. Sie werden jetzt vielleicht sich fragen, ja, über diesen langen Zeitraum hat Factor Investing ja eigentlich überhaupt keine Outperformance, sondern sogar eine leichte Unterperformance produziert im Weltaktienmarkt. Nämlich hier die 0,3% für die letzten 30 Jahre und auch in den letzten 10 Jahren. Da war sogar die Unterperformance der Factor Investing noch stärker. Heißt das jetzt, es gibt keinen Value-Effekt? Nein, das heißt es nicht. Wenn wir uns jetzt hier mal die rund 96 Jahre für den US-Aktienmarkt, nur den US-Aktienmarkt anschauen, die Value-Prämie definiert als US-Value-Aktienmarkt minus Gesamtmarkt, dann gab es in diesen 96 Jahren eine Faktorprämie von 1,4% per annum. Also das zeigt, für lange Zeiträume ist die Value-Prämie da. Es gibt so diese Kritik an Value-Investing, glaubt, dass Value verschwunden ist. Ich glaube, das ist fundamentaler Irrtum. Aber der könnte natürlich schon sagen, ja, wir haben jetzt schon eine verdammt lange Durststrecke gesehen für Value Investing. Value Aktien sind heute unglaublich billig im Vergleich zum restlichen Aktienmarkt und das kommt, diese niedrige Bewertung, diese niedrigen KGVs, die kommen natürlich auch in diesen Daten, die ja immer in der Gegenwart enden, diesen Datensätzen in der jüngeren Vergangenheit zum Ausdruck. Jetzt kommen wir zur Momentumprämie, die ist auch sehr bekannt, brauche ich nicht großartig zu erklären. Also die Tendenz von Aktien, die statistische Tendenz, bitte nicht auf Einzelaktien beziehen, von der Assetklasse Aktien, ihre Rendite in den letzten, sagen wir mal, 12 Monaten, ob die jetzt überdurchschnittlich war oder unterdurchschnittlich war, diesen Trend nochmal ein paar Monate fortzusetzen, bevor der dann kippt. Das sind Value-Aktien, kann man über Factor Investing ausnutzen, dieses Phänomen. Und in den letzten 30 Jahren, so lange reicht diese Datenserie der MSCI World Momentum Index zurück, in dem man auch investieren kann per ETF, hat Momentum Investing den allgemeinen Aktienmarkt klar outperformt, wie Sie hier sehen, und auch in den letzten 10 Jahren. Beim Risiko gab es in dieser Datenserie keinen großen Unterschied, obwohl es die begründete These gibt, dass Value Investing risikoreicher ist als allgemeines Investieren der Gesamtmarkt. Kommen wir zur Quality-Faktor-Prämie. Quality-Aktien sind Aktien zum Beispiel mit hohem Return on Equity, also hoher Bucheigenkapitalrendite und Aktien mit niedriger Verschuldung, also niedrigerem Leverage. Es gibt auch noch ein paar andere Kriterien, aber das sind die zwei bekanntesten für Quality-Aktien. Und Sie sehen, in den letzten knapp 25 Jahren haben Quality-Aktien den allgemeinen Aktienmarkt deutlich outperformt, auch in den letzten 10 Jahren deutlich outperformt und auch beim Risiko haben Quality-Aktien einen hier schon, denke ich mal, merklichen Vorteil gezeigt. In diesen letzten knapp 25 Jahren
Quality-Aktien kann man per ETF auch einfach investieren. Der Quality-Effekt selber wurde vor ungefähr 15 Jahren erst entdeckt. Deswegen zeige ich hier auch nur zum Beispiel die letzten 10 Jahre. Der MSCI World Standard Quality Index, der reicht bis Anfang 1999 zurück. Also ich habe hier die gesamte Datenserie gezeigt. Jetzt kommen wir zur letzten Faktorprämie, auf die ich näher eingehen möchte, und zur vorletzten Folie. Wir sind also im Landeanflug. Die Low Asset Growth Faktorprämie, die auch häufig einfach nur als Investment Faktorprämie oder Low Investment Faktorprämie bezeichnet wird. Investment, das ist eigentlich eine missglückte Taufe, wenn man so will, für diese Faktorprämie, ein missglückter Begriff. Präziser ist derjenige, der in der Wissenschaft genutzt wird, Low Asset Growth. Worum geht es hier? Es geht darum, dass Aktien oder Unternehmen, deren Bilanzsumme, stellen Sie sich die linke Seite der Bilanz, wo die Vermögenswerte stehen, die Bilanzsumme langsamer oder unterdurchschnittlich wächst im Zeitablauf relativ zu Unternehmen, bei denen die Bilanzsumme überdurchschnittlich im Zeitablauf, zum Beispiel in den letzten 24 Monaten oder in den letzten 36 Monaten, gewachsen ist. Also die unterdurchschnittlichen Slow-Growth-Bilanzsummen-Growth-Wachstumsaktien, die haben überdurchschnittliche Renditen. Und das kann man auch ausnutzen. Was der Hintergrund, der ökonomische Hintergrund für diese Faktorprämie ist, das lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen weg. Da könnten wir eventuell nachher in der Q&A, in der Diskussionsrunde noch drüber sprechen. So, wir kommen zur letzten Folie. Das ist dann wirklich die Umsetzungsebene. Faktor Investing, ich hatte es anfangs schon genannt oder erwähnt, kann man machen, indem man in einzelne Faktorprämien investiert. Also das ist Single Factor Investing. Ich könnte über einen ETF, den MSCI World Small Cap ETF oder den MSCI USA Small Cap, könnte auch einen SDAX ETF kaufen. Das wäre dann für die entsprechende Region ein Single Factor Investment. Oder ich könnte, das empfehle ich, gleich mehrere Faktorprämien in mein Portfolio reinnehmen. Das ist dann Multifaktor investieren. Der Gedanke hinter Multifaktor investieren, die ökonomische Logik ist die gleiche, die hinter Diversifikation im Allgemeinen steckt. Also nicht alle Eier in einen Korb legen. Ich habe durch Diversifikation stetigere Renditen, vielleicht auch weniger Risiko. Und das ist die Idee mit Multifaktor investieren. Ich kann Multifaktor investieren im Grunde genommen auf zwei Arten umsetzen. Hier wird nur eine gezeigt. Ich kann sogenanntes integriertes Multifaktor investieren machen. Ich könnte mir also einen Index aussuchen, einen ETF, der diesen Index abbildet, der gleichzeitig, das ist jetzt die Betonung, dieser Index gleichzeitig in einem Index mehrere Faktorprämien integriert abbildet. Und dieser Index, der hier gezeigt wird, der MSCI World Diversified Multiple Factor Index, der bildet vier Faktorprämien ab, hier in der Unterzeile, bisschen schwer lesbar vielleicht gezeigt, nämlich Size, also Small Size, Value, Momentum und Quality. Und ich muss mir also nicht vier individuelle MSCI World Small Size, MSCI World Quality und so weiter, vier verschiedene ETFs ins Portfolio legen, sondern eins insgesamt. Und dieses integrierte, eins reicht schon, ein ETF, und dieses integrierte Factor Investing hat noch andere Vorteile, auf die gehe ich jetzt nicht ein, also technisch-methodische Vorteile. Wir haben dazu mal einen Blogbeitrag geschrieben. Wer das genauer nachlesen möchte, einfach googeln oder auf unsere Website gehen. Und Sie sehen, für die letzten 24 Jahre hat dieser Index den allgemeinen MSCI World Markt, oder MSCI World ETF in dem Fall, deutlich outperformed um fast 3 Prozentpunkte. Und in den letzten 10 Jahren, wie sah es da aus? Da gab es ja eine leichte Unterperformance. Manche sagen, 0,8% ist nicht leicht, also keine dramatische zumindest Unterperformance. Beim Risiko lag unser Diversified Multifactor Index leicht vorne. So, und damit bin ich auch am Ende der Präsentation angekommen. Wir könnten jetzt in die Diskussion einstellen. Ich hoffe, Sie haben viele kritische Fragen oder bombardieren mich jetzt mit kritischen Fragen. Vielleicht hat auch Frau Lindner die eine oder andere Frage.
Das definitiv. Ganz, ganz vielen Dank schon mal für den Vortrag. Wir haben sehr viele spannende Fragen bekommen. Fangen wir mal mit der ersten an, rein chronologisch. Woher rührt der in Ihrem Faktor-Investing-Ansatz erfolgte Austausch der Low Volatility durch die Low Investment Prämie? Genau, also in unserem Robo-Advisor Gerd, Capital, da kann man auch Factor Investing machen, wenn man sich sozusagen an die Hand nehmen lassen möchte, wenn man vielleicht noch nicht so weit gediehen ist oder wenn man es bequem haben möchte. Da haben wir anfänglich bis vor vielleicht 3, 4 Monaten, weiß ich nicht mehr ganz genau, auch unter anderem die Low Investment Faktor Prämie drin gehabt, und die haben wir dann aber rausgenommen. Entschuldigung, die Low Volatility Faktor Prämie, jetzt hatte ich mich versprochen, drin gehabt. Die Low Volatility Faktor Prämie hat einen Nachteil, wenn man so will, ne? Sie ist eine echte legitime Faktorprämie. Ich habe sie heute jetzt nicht im Detail gezeigt aus Zeitgründen, und das ist nicht negativ gemeint. Das war eher so ein Zeitargument. Aber sie hat aus meiner Sicht trotzdem einen Nachteil. Die Low Volatility Prämie ist eigentlich eine Prämie, und da unterscheidet sie sich von den anderen, die auf die risikoadjustierte Rendite abstellt. Die risikoadjustierte Rendite, also die risikogewichtete Rendite, nicht die absolute Rendite. Die risikoadjustierte Rendite, die wird in dem berühmten Sharpe Ratio-Kennzahl, kommt die da zum Ausdruck, dass ich also Rendite ins Verhältnis setze mit Volatilität, ne? Und wenn ich das tue, dann zeigt sich die Low-Volatility-Prämie eigentlich recht kontinuierlich. Ich kriege also mehr Rendite pro Risikoeinheit, wenn ich in diese Faktorprämie investiere, und insofern tolle, tolle Faktorprämie. Aber sie ist nicht unbedingt dafür da, die absolute Rendite zu erhöhen. Das tut sie auch in manchen Zeitfenstern, aber nicht so zuverlässig oder nicht so stark wie andere Faktorprämien. Und wem es jetzt darum geht, die absolute Rendite, nein, nicht zu maximieren, aber jedenfalls zu erhöhen, für einen gegebenen Risikolevel, der ist vielleicht besser bedient, indem er sich auf andere Faktorprämien konzentriert. Das war so ein bisschen die Logik, die wir anwenden in unserem ETF. Deswegen haben wir da auch in unserem Multiple Factor ETF, deswegen haben wir da auch die Low Volatility Prämie nicht mit drin. Und dann kommt noch hinzu, dass, also jetzt zu glauben, man müsste 20 Faktorprämien ins Portfolio holen, das ist, damit man sozusagen wirklich das absolute Maximum hat, das wäre auch falsch. Ich muss die Faktorprämien mir ins Portfolio holen, die als Team gut funktionieren, wie bei einer Fußballmannschaft, ne? Ich könnte, wenn ich die besten 11 Fußballspieler auf der Welt habe, heißt das nicht unbedingt, dass diese 11 Spieler zusammengenommen das beste Team darstellen, ne? Und ich muss also auch darauf achten, dass die Player gut zusammen harmonieren, und das ist nicht bei allen Faktorprämien im gleichen Maße der Fall. Und das ist auch noch so eine Idee, warum jetzt bestimmte Faktorprämien halt multifaktormäßig kombiniert werden und welche nicht. Ich weiß, das war jetzt eine endlos lange Antwort auf eine Frage, aber und da könnte man noch mehr dazu sagen, aber ich habe es halt jetzt versucht, in aller Kürze zu tun. Vielen Dank. Dann eine Frage: Wie soll jeder einzelne Faktor im Depot gewichtet werden? Also im Grunde genommen, wenn man dieses sogenannte einfache Factor Investing, also das Kombinieren von individuellen Faktorindizes oder Faktor-ETFs in dem Fall im eigenen Portfolio macht, ne? Ich hatte es vorhin so im Schnelldurchgang kurz erwähnt, ne? Ich kaufe mir einen MSCI World ETF, ich kaufe mir einen, Entschuldigung, MSCI World Small Cap ETF, ich kaufe mir einen MSCI World Quality ETF, einen MSCI World Value ETF und mische die. Und dann stellt sich die Frage der Gewichtung. Beim integrierten Multi-Factor Investing stellt sich die Frage der Gewichtung für mich als Privatanleger sowieso nicht, weil das sowieso schon im Index für mich geregelt wurde. Aber beim einfachen Multi-Factor Investing tut das. Und ich würde da, wenn wir die gleiche Region zugrunde liegen haben, einfach eine Gleichgewichtung vornehmen. Also diese Faktorprämien, diese Faktor-ETFs einfach gleich gewichten. Ja, da gibt es auch andere Methoden, aber die anderen Methoden funktionieren, die teilweise anspruchsvoller sind und irgendwie eine statistische oder mathematische Logik dahinter haben, die funktionieren erstaunlicherweise nicht besser als die Gleichgewichtung. Zumindest das
Zumindest sieht es so aus, wenn man sich die Vergangenheit anschaut. Super spannend. Beim Thema Diversifikation, wir hatten es im Vorgespräch auch das Thema Regionalität. Da haben wir eine Frage. Wie ist beim MSCI World Multifaktor Index eine Ausgewogenheit in der Regionalität sichergestellt? Ja, sehr gute Frage, auf die ich auch sehr gerne antworte. Also Factor Investing bei den meisten Factor Indizes, vor allem den MSCI Factor Indizes, heißt, dass ich eigentlich zwei Gewichtungskriterien für eine einzelne Aktie, ob die jetzt Apple heißt oder Hinterklein Kleckersdorf AG, dass zwei Gewichtungskriterien wirksam werden. Einmal das Gewichtungskriterium Intensität der Faktorprämienausbildung. Ne? Wie value-lastig ist die Aktie? Ne? Also eine Aktie, die ganz besonders niedrig bewertet ist, kriegt ein höheres Gewicht als eine Aktie, die weniger tief bewertet ist. Und das zweite Kriterium ist auch noch Marktkapitalisierung. Und das führt dazu, dass schlussendlich Länder, und das gilt jetzt in erster Linie natürlich für die USA, die eine besonders große Börse haben, auch bei Factor-Indizes und natürlich dann den ETFs, die darauf abstellen, sehr hoch gewichtet sind. Und wir alle haben es wahrscheinlich schon mal gehört, beim normalen MSCI World Index machen die USA derzeit rund 70% als einzelnes Land aus. Das ist schon heftig. Also mir persönlich ist das zu viel für ein Land. Natürlich die Entwicklung des Ergebnisses von Marktentwicklungen, also sozusagen von den Entscheidungen, die Investoren selber getroffen haben durch ihr Investmentverhalten. Aber so ist es halt und das muss man nicht unbedingt haben, dieses Klumpenrisiko. Und das kann man natürlich, indem man bei Single Factor Investing die ETFs entsprechend selber nach eigenem Gusto anders gewichtet, kann man das modifizieren oder sich einen MSCI Europe Faktor ETF dazu kauft, dann steigt natürlich das Europagewicht und nimmt das USA-Gewicht ab. Oder man kann Entschuldigung, wieder Werbeeinblendung, unseren Faktor ETF, einfach gerne Komma ETF googeln, nehmen. Da ist die USA auf 45% runtergewichtet, im Unterschied zu 70% beim MSCI World. Wir haben es nicht auf 0% oder, Entschuldigung, 0% auf 10% runtergewichtet oder 30%, sondern auf 45%, weil wir das halt als sinnvollen Kompromiss zwischen den verschiedenen Gewichtungsmethoden betrachtet haben. Ja, vielen Dank. Also noch ein kleiner Hinweis, ist keine Anlageberatung und ist kein Kauf- oder Verkaufshinweis, sondern exemplarische Frage, passt auch gut zur nächsten Frage, wo es um das Thema Renditen geht. Die existierenden Multifaktor-ETFs bieten seit Auflage deutlich geringere Renditen als die marktneutrale Benchmark. Gibt es erfolgreichere Beispiele oder beziehungsweise können Sie dazu was sagen, wieso, weshalb, warum das tatsächlich der Fall sein könnte? Gute, auch wieder sehr gute Frage, naheliegende Frage. Also diese Multifactor-ETFs, es gibt so je nach Zählweise 20 bis 30 in Deutschland, unserer ist einer davon, die sind alle noch in Anführungszeichen relativ jung. Ja, ich habe jetzt nicht alle nochmal gecheckt, aber typischerweise 5 bis 10 Jahre alt. Und Sie sehen hier auf diesem letzten Slide, das gerade noch gezeigt wird, und auf diesem Index gibt es einen Multifaktor-ETF. Der Index selber existiert seit 24 Jahren. Jetzt ist es so, dass das Factor-Investing selbst und Multifactor-Investing insbesondere, also das Reinholen ins Depot von mindestens zwei oder eben mehrere Faktorprämien, das ist eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig, wenn man so will, modern geworden. Ne? Und vorher war halt in Deutschland, aber natürlich auch in den USA, das Interesse bei institutionellen und auch privaten zu gering, ne? Als dass es eine Menge Faktor-ETFs gab. Und die es gab, waren Single-Factor-ETFs und nicht Multifactor-ETFs, weil einfach die Nachfrage im Markt zu gering war. Und deswegen zeigen, wenn der Zuschauer jetzt diese Frage, legitime Frage stellt und sagt, ich gehe auf irgendeinem Finanzportal den maximalen Zeitraum zurück und der ist 7 Jahre und weil dieser ETF eben vor 7 Jahren aufgelegt wurde und da sehe ich eigentlich nur eine Unterperformance, wie auch hier in den letzten 10 Jahren auf diesem Slide, dann ist das im Grunde genommen eben diesen zwei Phänomenen geschuldet, dass
dass wir in den letzten 10 Jahren, jetzt mal ganz grob gesagt, Pi mal Daumen, keine tolle Faktor Investing Performance gesehen haben. Keine, ich würde sagen, keine schlechte, aber eben nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte. Vor allen Dingen, weil Value und Small Cap nicht so gut performt hat. Momentum und Quality, da gab es eigentlich kein Problem. Für Investment gibt es keine individuellen Faktor ETFs. Und wenn ich dann noch eben statt die ganze Indexzeit zurückgehen, nur die 7 Jahre, weil halt der ETF auf dem Portal erst seit 7 Jahren gelistet ist und der ETF erst seit 7 Jahren existiert, dann habe ich halt dieses Phänomen. Ne? Jetzt muss ich für mich entscheiden, deswegen reden wir ja drüber und deswegen gibt's Weiterbildung und so weiter. Lege ich jetzt auf diese 7 Jahre das Gewicht oder lege ich auf die ganze Indexzeit das Gewicht? Und generell gilt für mich, dann komme ich auch zum Schluss mit meiner Antwort, bitte, bitte, bitte an alle, fallen Sie nicht zum Opfer dem Recency Bias. Also das ist jetzt der wissenschaftliche Ausdruck dafür, einen Denkfehler zu begehen, den vor allen Dingen im Investmentbereich ist, der ganz besonders schädlich ist, im allgemeinen Leben schädlich, dass sie in ihrem Denken über die Zukunft und in ihren Entscheidungen, die in die Zukunft gerichtet sind, Erfahrungen und Daten aus der jüngeren Vergangenheit immer automatisch höher gewichten, ihnen eine größere Bedeutung geben als Daten, die weiter zurückliegen. Wenn es keinen Grund gibt, die jüngere Vergangenheit ernster zu nehmen, wichtiger zu nehmen als die, also die letzten 5 Jahre wichtiger zu nehmen als die 5 Jahre davor als Beispiel. Wenn Sie das tun und viele Menschen tun das, dann müssen Sie einen Grund dafür haben. Ansonsten ist es ein Fehler, Denkfehler. Und hier gibt es keinen Grund in diesem Fall. Ne? Also die letzten 10 Jahre sind nicht repräsentativer, behaupte ich, behaupten die meisten Wissenschaftler, dafür, wie zum Beispiel die Value-Aktien in der Zukunft performen werden, wie die 10 Jahre davor. Aber das ist sozusagen eine Entscheidung, die Sie natürlich selber treffen müssen, hat was mit bisschen was mit Wissenschaft, hat ein bisschen was mit eigentlich gesunden Menschenverstand zu tun. Und im Gegenteil, und dann komme ich wirklich zum Schluss mit meiner Antwort, einer der Gründe, dass Value oder das Factor Investing in den letzten Jahren nicht so die wahnsinnig tolle Performance gezeigt hat, keine schlechte Performance, bitteschön, aber nicht die wahnsinnige Outperformance gezeigt hat, je nachdem, welchen Index man anschaut, welchen Zeitraum man anschaut, ist darin zu suchen, dass bestimmte Kernsegmente des Factor-Marktes, nämlich vor allen Dingen Value und Small, heute super, super, super günstig bewertet sind. Und wenn Sie am Ende eines solchen Zeitfensters, in dem ein Aktiensegment besonders günstig bewertet ist, schauen, dann wird natürlich genau dieses Aktiensegment schlechter aussehen, rückwärts gerechnet. Ne? Aber in die Zukunft gerichtet ist das ein Vorteil. Ne? Also niedrige Bewertungen führen zu höheren erwarteten Renditen. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Da haben Sie auch schon einige Fragen mit beantwortet. Also von daher schön, dass Sie sich da so die Zeit genommen haben. Eine abschließende Frage hätte ich noch. Was machen Quality-Aktien aus? Quality-Aktien, ich hatte es vorhin ganz kurz im Schweinsgalopp genannt, das sind Aktien, die zum Beispiel oder Firmen, ne, die eine niedrige Verschuldung haben. Also ja, das sagt eigentlich jedem Menschen, also intuitiv, da reicht schon der gesunde Menschenverstand, ein weniger verschuldetes Unternehmen ist unter sonst gleichen Umständen besser als ein hochverschuldetes Unternehmen. Dann auch einen höheren Return on Equity, also Bucheigenkapitalrendite, also mit anderen Worten, der Gewinn relativ zum Bucheigenkapital ist höher. Auch andere Betriebsrentabilitäts-, also Umsatzrentabilität und so weiter, also so betriebswirtschaftliche Kennzahlen, die man im Allgemeinen für Effizienz, für Rentabilität hernimmt, nicht für Aktienrentabilität, bitteschön. Aktienrentabilität ist ja was anderes, das spielt sich an der Börse ab, sondern ich rede hier von der betriebswirtschaftlichen Ebene. In dieser Hinsicht sind Quality-Aktien also Unternehmen, die betriebswirtschaftlich besonders solide sind und merkwürdigerweise, das ist ja eigentlich kontraintuitiv, haben solche Unternehmen, die ja keinen Nachteil haben, ne? Die nicht kleiner sind als andere Unternehmen. Kleinheit ist ansonsten ein Nachteil. Oder
eine niedrige Bewertung haben, die ist eigentlich an sich auf den ersten Blick ein Nachteil. Also Quality-Aktien haben auf den ersten Blick keine Nachteile, aber trotzdem haben sie höhere Aktienrenditen und das kommt wahrscheinlich aus Anlegerirrationalität, dass viele Anleger glauben, ja, diese Aktien, diese High-Quality-Aktien, die haben ihre besten Zeiten hinter sich und deswegen werden sie niedrig bewertet. Aber gibt es auch noch andere Theorien, warum der Quality-Effekt existiert. Super, vielen, vielen Dank. Damit haben Sie die offenen Fragen beantwortet. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dafür auch noch die Zeit genommen haben. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen, Herr Kommer. War sehr informativ für alle, denen es ein bisschen zu schnell gegangen ist oder die es nochmal anhören möchten. Gerne bei YouTube nochmal reinschauen. Wir schicken auch den Link nochmal rum. Vor allen, denen es genauso gut gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und ich wünsche Ihnen eine gute Börsenwoche, Herr Kommer. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und ja, bis bald. Alternativ nächste Woche hier bei Börse@home. Dankeschön. Schöne Börsenwoche.